Jo Leute, was geht ab zum 7. Mallorca-Vlog heute auf meinem Kanal SpDC? Und ja Leute, heute ist ein sehr besonderer Vlog und zwar mieten wir uns heute ein Boot. Und ja, es wird auf jeden Fall sehr, sehr nice und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit dahin und ich würde sagen, viel Spaß. Wir sind am Hafen von Canpicafort angekommen und ja, ich würde euch einfach zeigen, also ich nehme euch einfach mit, wenn wir ins Boot gehen. Und jo Leute, ich bin jetzt auf dem Boot und wir fahren auch schon los aus dem Hafen raus. Ich kann euch das mal zeigen. Sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich nochmal wieder. Ich zeige euch auch noch das Boot. Jetzt fahren wir gerade aus dem Hafen raus. Wir haben auch noch einen Fahrer, der uns fährt, weil wir das selber nicht fahren können, aber müssen wir dann nehmen. Und ja. Jetzt kommen wir raus. Das Boot ist schon ziemlich fett, finde ich. Sehr, sehr geil. Aha. Heftig. Aus dem Hafen raus. Jetzt geht's los. Ist auf jeden Fall ziemlich laut, finde ich, aber ist richtig geil hier. Oben zu sitzen. Wir fahren aus dem Hafen raus. Und ja, wir fahren auf jeden Fall gleich noch zu verschiedenen Stränden und ja, ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit dahin. Junge Leute, und zwar, wir fahren jetzt auf eine Bucht zu und ja, ich würde sagen, ich melde mich, wenn wir da sind und ja, dann sehen wir uns einfach da. Jo Leute, wir sind jetzt auch schon angekommen und zwar, das Wasser sieht sehr türkis aus, finde ich, also sehr, sehr schön und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal rein. Der war jetzt nicht der Beste, aber ist egal. Boah, ist richtig schön hier. Und Leute, ich habe auch eine Frage an euch und zwar, wie findet ihr das Wasser? Ich finde, das sieht übertrieben heftig aus. Also, erstmal das Wasser sieht, ich bin fast gerade umgefallen. Also, erstmal das Wasser sieht so aus, ist richtig geil, finde ich. Und ja, zweitens, da ist ein Strand, da sind sogar sehr, sehr viele Leute, wenn man das sehen kann. Man kann das sehen, ne? Und die müssen aber alle da langlaufen. Da sieht man auch gerade ganz viele Leute. Während wir hier auf dem Boot chillen. Und ich kann euch das mal zeigen. Wir müssen da die ganze Zeit langlaufen. Und es gibt da ganz viele Häuser in so einem Ort, der heißt Bethlehem. Also fast so wie Bethlehem. Und die können einfach nicht zum Strand, wenn die kein Boot haben, weil die müssen auch da langlaufen. Und das dauert locker eine Stunde. Also ist heftig. Weil da sind immer super viele Leute am Strand. Also ich finde es richtig heftig, aber das Wasser ist auch super schön, wenn ihr es mal sehen seht. Und ja, sonst auf jeden Fall, ich glaube, wir fahren gleich nochmal zu anderen Buchten oder sowas. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann einfach gleich wieder, wenn noch irgendwas passiert. Dass man nichts erkennen kann, liegt eigentlich nur daran, dass der Diesel da im Weg war. Wir fahren jetzt wieder raus, weil das stank da drin. Nee, Carlo, ist ja nicht so, dass Diesel nicht stinkt, ne? Und war doch nicht so ganz toll. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt noch zum anderen Strand. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zum nächsten Strand. Das geht echt gar nicht. Das Boot versucht uns einzuholen. Es macht Welle. Das ist heftig. Es versucht uns einzuholen. Wir müssen zusehen, wie wir verlieren. Es macht wirklich zu krass Welle. Und zwar, wir sind jetzt noch nicht ganz am Strand, aber das Wasser ist hier trotzdem super schön. Das kriegt man irgendwie nicht am Strand oder so hin, wo ganz viele Leute sind, weil hier ist kein einziger. Weil es ist halt, wie gesagt, kein Strand. Ich zeige euch das mal eben ganz kurz. So sieht das Ganze dann aus. Das sind halt, wie gesagt, nur Klippen. Dann ist hier unser Boot. Also, was wir hier haben. Und dann ist da hinten noch ein Strand, wo noch mehrere Boote sind. Also, was heißt mehr? Zwei Boote sind da noch. Und ja, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt mal rein. Einfach mit. Jo Leute, wir sind jetzt schon am Stand-Up-Halt und ich wollte euch einfach nochmal das Boot gleich zeigen. Ich kann leider nicht stehen, weil es hier sehr, sehr windig ist und sehr ziemlich hohe Wellen sind für Stand-Up-Halt. Und ich würde sagen, ja, ich zeige euch einfach mal das Boot von jeder Ecke. Und zwar, hier sieht man es von der einen Seite ganz gut. Es ist halt schon ein bisschen älter, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Wie gesagt. Und ja. Könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Und
Und an der Stelle wollte ich nur eben ganz kurz sagen, abonniert mich gerne, weil über 50% von euch sind noch keine Abonnenten. Deswegen drückt alle jetzt den Abonnieren-Button, damit ihr mich auch unterstützt und damit wir noch schnell die 200 Abonnenten schaffen. Und ich würde sagen, jetzt sieht man das von vorne den ganzen Tag. Sieht ein bisschen gefährlich aus. Nö. Okay, das war schon mal sehr, sehr knapp. Wir müssen hier ein bisschen weiter paddeln und dann sieht man es nochmal von der Seite ganz gut. Und ich würde sagen, das war's mit der kleinen Bootstour. Jetzt müssen wir uns von diesem schönen Ort auch verabschieden. Der Anker wird auch schon eingezogen. Dann waren wir auch schon am anderen Strand und da habe ich einfach ein paar Sprünge vom Boot gemacht und ich würde sagen, viel Spaß. Wieder zum Hafen, weil es dauert irgendwie eine ganze Stunde, bis wir wieder im Hafen sind. Und ich würde sagen, ja, wir sind jetzt gerade hier sogar in der Fahrerkabine, kann man das vielleicht nennen, oder so. Ich zeige euch einfach mal den Ausblick. Ich finde es mega cool mit der Sonne auch. Leute, wir sind schon im Hafen angekommen. Und zwar essen wir jetzt gleich noch wahrscheinlich hier im Ort was. Ich nehme euch jetzt einfach mit beim Anlegen. Jetzt legen wir an. So, wir tuckern in den Hafen rein. Das ist sehr, sehr knapp, würde ich sagen. Wir parken immer noch ein. Aber ja, ziemlich eng, würde ich sagen. Wirklich sehr, sehr eng. Jo Leute, das war es auch eigentlich schon mit dem Vlog gewesen, aber ich wollte euch trotzdem noch ein paar Informationen geben, und zwar die Verpixelung im Video, die waren notwendig, da Personen drin waren, die ich nicht filmen durfte, konnte, weil die es nicht wollten. Und wenn euch mein Video gefallen hat, dann gebt dem Video doch gerne ein Like, kommentiert eure Meinung darüber und teilt es gerne mit euren Freunden. Dann wollte ich euch nochmal daran erinnern, dass wir fast 200 Abonnenten sind, also drückt jetzt alle auf den Abonnieren-Button, weil 60% von euch sind noch keine Abonnenten. Außerdem möchte ich nochmal klarstellen, dass ich in diesem Video keinesfalls irgendwie angeben möchte oder so nach dem Motto, hier, guck mal, irgendwie sowas halt. Das dient nur zur Unterhaltung. Ich mache diese Mallorca-Vlogs ja nur wegen der Unterhaltung von euch, so gesagt. Und ja, das wollte ich nur nochmal eben klarstellen und dann würde ich sagen, was ist von mir. Bis zum nächsten Mal. Gebt dem Video übrigens ein Like, kommentiert und abonniert und aktiviert die Glocke und bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.